Na, alles klar, wie geht's denn dabei? Und, fastest du? Eigentlich ja. Also ich wollte fasten, ich bin heute früh aufgewacht, ja. Mhm. Ich habe immer so eine Wasserflasche neben mir. Ja. So heißt es, und ich habe aus Versehen getrunken so. Mhm. Dann dachte ich mir, ah, ich habe jetzt aus Versehen getrunken und so, ich weiß, zählt das jetzt? So, dann habe ich halt noch so, weil ich habe Döner immer neben meinem Bett, so, weißt du, ich habe Döner gegessen. Mhm. Und war übertrieben lecker so. Und dachte ich, egal, ich faste morgen so, ich hole das nach so. Ja. Mhm. Und du fastest du? Alhamdulillah. Ey, was muss man? Und? Fastest du? Schwul. Look to the window! Wie geht's? Alhamdulillah, ja, klar. Schwul. Fastest du nicht? Ach, ist Ramadan? Ja, schon seit 5 Tagen. Ach, ehrlich, ja? Assalamu alaikum. Wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alhamdulillah. Und? Fastest du nicht? Nee. Und warum nicht? Ich bin heute aufgewacht. Ja. Und bin so gelaufen. Mhm. Und gestolpert. Ja. Und dann, du weißt nicht, einfach meine Beine. Hm? Beine? Du willst Beine? Schau, Salam Alexander. Salam, wie geht's dir? Alhamdulillah. Ja? Alles gut, alles gut. Alhamdulillah, was machst du? Nicht viel. Du? Auch nichts. Fastest du heute? Nein, Mann. Warum? Guck mal, ich. Ich bin aufgewacht heute früh, ich habe Nachrichten geguckt, so weißt du? Mhm. Und ich sehe, der DAX ist gefallen. Okay. So von, ich weiß nicht wie viel Prozent auf wie viel Prozent ist runtergefallen, ja? Okay. Da meine Katze kommt so, miau, miau. Was will sie jetzt auf einmal, ja? Guck ich so das Spiel Algerien und so, hast du gesehen, wa? Ja. Ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Mhm. Sie so Algerien und so, die haben krass gespielt, so weißt ja, du? Ja, ja. Man, übertrieben so. Und dann dachte ich mir so, dass hier Christiane Gerbuth, die war doch früher mal bei ProSieben. Ja. Ich weiß, glaube ich, bei N24 oder so. Ich weiß nicht, wann du meinst. Ja, verstehst du, oder? Ja. Ja, deswegen. Okay. Halt so. Warum fastest du jetzt nicht? Hä? Du hast mir nicht erklärt, warum du jetzt nicht fastest, warum du heute nicht fastest. Okay! Ey, Mann, warum fastest du nicht? Keinen Bock. Assalamu alaikum, Bruder, wie geht es dir? Alhamdulillah, und dir? Alhamdulillah, mich gut, Allah. Mir geht es sehr, sehr gut. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns jetzt die Zeit, den Ramadan, ja, den Monat Ramadan gegeben, dass wir als Gemeinschaft, als Muslime zusammenhalten, dass wir unsere Umma stärken, dass wir zusammen essen, ja, dass wir Probleme beseitigen, ja, dass wir zusammenbleiben, dass wir zusammen stark bleiben. Verstehst du, was ich meine? Und dass die ganze Sache, was in den Nachrichten, was in den Medien läuft, so, ich kann es nicht nachvollziehen. Oder? Was hast du überhaupt? Nein? Hast du Feuer? Nein. Hey, ja, alles klar, wie geht's dir? Ja, gut. Alhamdulillah. Und? Fastest du? Nein, Mann. Warum? Ah! Zigarette? Nein, ich faste. Bist du eine? Nein, Mann, ich faste. Warum, Mann? Nee, ich faste. Rauch doch mal. Ich sagte, ich faste. Ja, du rauchst ja für Zigarette? Ich faste. Ich hab's gesagt, ich fasste, Alter! Hey, Salam alaikum! Salam, alles klar? Und? Fastest du? Nein, Mann, meine Frau ist schwanger, Alter. Ach so, naja, dann gute Besserung. Danke. Bitte. Salam alaikum! Salam, wie geht's dir? Alles klar? Alhamdulillah, und dir? Alhamdulillah, ist okay bei dir? Ja, schön. Fastest du, Bruder? Nein, Mann, ich nehm so eine komischen Tabletten, die machen mich so, ich weiß nicht, so Dings da. Verstehst du, was ich meine? Die machen mich so. Mir fehlt das Wort, mir fehlt das Wort. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube schon. Ja? Fastest du? Fastest du? Ja, ja. Fastest, oder? Habibi, gut, gut, gut. Zieh's durch. Ist nicht mehr lang noch, glaube ich. Ich weiß nicht. 25 Tage. Zieh durch, ja? Okay. Habibi.